Hallo zur dritten Folge über exakte Differentialgleichung. Und jetzt rechnen wir endlich ein Beispiel. Also, wir haben hier y Cosinus x plus 2xi hoch y plus Sinus x plus x Quadrat e hoch y minus 1 mal y Strich gleich 0. Und damit diese Differentialgleichung exakt ist, also damit sie zu einem Potential Psi gehört und dieses hier dann die Ableitung Psi nach x ist, das ist jetzt unsere Funktion m. Und das soll dann die Ableitung des Potentials Psi nach y sein. Und das ist unsere Funktion n. Und jetzt müssen wir als erstes die Exaktheit prüfen. Also erstens Exaktheit prüfen. Okay, und das war dann, also dazu muss ich zeigen, dass m abgeleitet nach y, das ist also praktisch Psi, oder soll dann sein, Psi abgeleitet nach x und dann nach y, ist das gleiche wie Psi abgeleitet nach y und dann nach x. Das heißt, es muss das gleiche sein wie n abgeleitet nach x. Und ja, das prüfen wir jetzt eben. Also m abgeleitet nach y gibt hier im ersten Faktor Cosinus x. Plus, und hier ergibt sich, ja, die Ableitung von e hoch y ist wieder e hoch y, also plus 2xi hoch y. Und jetzt machen wir das gleiche für n. N abgeleitet nach y ist hier auch Cosinus x, das passt schon mal. Plus, und jetzt hier e hoch y bleibt stehen und x Quadrat abgeleitet ist 2x, also 2xi hoch y. Okay, und die 1 ist konstant, verschwindet also. Das stimmt. Also die Exaktheitsbedingung ist erfüllt. Okay, das zweite war, wir bestimmen Psi, also zumindest teilweise. Okay, indem wir Psi abgeleitet nach x über dx integrieren. Und da haben wir dann noch eine Integrationskonstante, die von y abhängt, also eine Funktion d von y. Und ja, machen wir das mal. Also Psi x ist ja m. Also der erste Term hier, da bleibt y stehen, wenn ich nach x integriere, y mal Sinus x. Plus der zweite Term, 2x integriert ergibt x Quadrat. Und das e hoch y bleibt wieder stehen, weil ich ja nur nach x integriere. Und plus dieser Funktion d von y. So, im dritten Schritt benutze ich jetzt n, um die Funktion d von y zu bestimmen. Ja, n ist ja gleich Psi abgeleitet nach y. Und einerseits kann ich also diese Funktion nach y ableiten. Und das muss das gleiche sein wie eben n. Also n ist Sinus x plus x Quadrat e hoch y minus 1. Und also Psi abgeleitet nach y, leiten wir das jetzt hier ab. Dann bekomme ich hier, jetzt diesmal behandle ich praktisch x als Konstante, also bekomme ich hier einfach Sinus x. Und bei diesem Term, wenn x eine Konstante ist, dann bleibt das x Quadrat. Und e hoch y abgeleitet ergibt wieder sich selbst. Plus, und jetzt
muss ich diese Funktion d ableiten, also plus d' von y. Das sagt mir jetzt, wenn ich das Ganze ansehe, dass d' von y minus 1 sein muss, denn die anderen Terme stimmen ja überein. Also bekomme ich minus 1 gleich d' von y. Ja, und damit ist dann d von y gleich minus y. Okay, und jetzt müssen wir nur noch einsetzen. Also Psi, machen wir das als vierten Schritt, Psi von x, y von x ist gleich, also y Sinus x plus x Quadrat e hoch y plus d von y, und da wissen wir gleich, das ist minus y. Okay, und das soll jetzt konstant sein. Das ist also die Konstante, die in unserer Kurve, in unserer Kurvengleichung vorkommt. Und ja, dieses hier ist eine Kurvengleichung. Und das ist dann unsere Lösung. Zumindest die implizite Lösung. Also unsere parametrisierte Kurvenschar hat dann die Gleichung y Sinus x plus x Quadrat e hoch y minus y gleich c. Okay, also damit betrachten wir die Differentialgleichung als gelöst und sehen uns dann im nächsten Video, wo wir noch ein Beispiel durchrechnen werden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.